mit alles irgendwie verbinden. Irgendwie Live-Aktionen machen, die Künstler einladen, Leute, was weiß ich, von der Straße einladen, Bäcker, Metzger und einfach so einen riesen Tisch an verschiedenen Leuten zusammenkarren und da eine geile, sowas wie NDR Talkshow, nur halt mit Leuten bunt gemixt. Also nicht nur Promis, sondern eben Leute, die was zu sagen haben. Ich muss die ganz schnell wieder ausmachen, weil es war mir einfach zu viel Fitness irgendwie, was ich da gesehen habe. Und ich kann da eigentlich nichts dazu sagen, weil ich wirklich zu wenig geschaut habe. Grausam. Okay, ich muss zugeben, ich habe die erste Staffel Big Brother habe ich gesehen, bis Latko rausfiel, der rausgewählt wurde. Und es war mal ganz interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen oder kann es nicht verstehen, warum es so lange irgendwie eine Berechtigkeit oder berechtigt ist, das zu senden, weil letztendlich wird es langweilig auf die Dauer. Okay, ich meine, wenn die Leute es sehen wollen, dann hat es natürlich eine Berechtigung, dass man das im Fernsehen zeigt. Schade, dass dann viele Spielfilme oder so drunter leiden. Und naja, ich hoffe halt nur, dass sich die Zeit noch ändern werden. Ich denke mal auch, weil irgendwann wird es dann doch langweilig, irgendwie Mr. XY beim Kochen oder beim Duschen oder sonst irgendwas zu gucken. Da gibt es halt was Neues, Bahnbrechendes. Mein letzten Urlaub, den ich gemacht habe, war Thailand. Das war super toll. Also ich mag die südländischen Länder einfach. Und viel Sonne scheint, weil da sind die Menschen auch besser drauf. Die Mentalität ist lockerer. Und ja, also mir reicht einfach, wenn Strand, Sonne, Meer da ist und gute Laune. Menschen, die gute Laune haben. Mein Gott, ist Lenny Kravitz. Ich liebe Lenny Kravitz. Ich mag Rock'n'Roll. Ich liebe Blues. Ich mag auch Klassik, also zu bestimmten Gelegenheiten, wenn ich ein bisschen melancholisch drauf bin, liebe ich es, Chopin zu hören oder auch Tchaikovsky. Ja, aber abrocken kann ich eigentlich auch Lenny und klar, das Panikorchester Udo, ich war ja letztes Jahr mit den Jungs auf Tour, bin ich auch wieder ein großer Fan von geworden. Was mich so reinfeiert, führt, ist eine etwas längere Geschichte. Ich habe letztes Jahr bei Rock gegen Recht mit Udo, den Präsidenten von Berlin Thunder, kennengelernt. Und der hat mir von der Aktion Gesicht zeigen erzählt und ob ich da Lust hätte, mitzumachen. Da war ich auch sofort dabei. Und ja, dann bin ich also in den letzten vor 2 oder 3 Wochen das erste Mal beim Footballspiel gewesen, irgendwie bei Berlin Thunder gegen Barcelona Dragons. Und ja, das ist jetzt hier mein zweites Footballspiel. Und heute, da ich mich in den Kalender hatte, also einen prominenten Teil mit einem Footballspieler abfotografieren lassen. Und ich habe mich damals mit Oje fotografieren lassen, also einer von Rheinfire. Also liegt es nah. Heute bin ich bei Rheinfire, drück Oje die Daumen und werde hoffentlich viel Spaß haben. Ich habe ein Spiel bis jetzt erlebt. Es ist erstmal sehr, sehr schwer, diese ganzen Regeln zu lernen. Ich kann sie immer noch nicht, aber das sind ja auch ganz toll, wenn immer Leute, die rumlaufen und sagen, hey, willst du irgendwie ein bisschen was für die Regeln erfahren? Die erklären mir das wirklich ausführlich. Ich habe dann auch die Hälfte der Spielzeit gebraucht. Jetzt kenne ich mich aus und wenn man sich auskennt, ist es richtig super. Also was ich bei Football toll finde, ist die Stimmung einfach. Also die Musik, die Cheerleader, die Leute sind cool drauf, die feiern. Also die gehen nicht dahin, um jetzt ein Spiel zu sehen, sondern sie gehen dahin, um eine Party zu feiern. Und das merkt man auch. Also dieser Spirit ist auch irgendwie im Stadion zu spüren. Ich liebe Formel 1. Also heute werde ich Formel 1 verpassen. Für Rheinfire, für Oje. Aber das mache ich gerne und gucke ich halt heute Abend die Zusammenfassung. Ich bin absoluter Schumi-Fan, ich würde sie absolut gönnen, obwohl ich auch Montoya, den ich auch ziemlich klasse finde, oder Ralf Schumacher gönnen würde. Also gerade was BMW Williams jetzt so in den letzten 2 Jahren irgendwie auf die Beine gestellt hat, finde ich schon sehr, sehr toll. Und direkt oben mitmischen heute war ja Ralf Schumacher direkt wieder auf Position 2. Also ich würde es den kleineren Teams auch vielleicht mal gönnen, ein bisschen weiter vorne zu kommen. Nee, eigentlich nicht so. Ich weiß auch nicht warum, ich kenne ihn nicht, aber irgendwie mag ich ihn nicht so. Er ist ein bisschen so ein kleines Großmaul. Okay, das sagt man von Michael Schumacher auch, aber ich denke mal, der kann sich leisten, weil er ist einfach der beste Fahrer der Welt.